Ich darf Sie, ich darf dich recht herzlich begrüßen zum Podcast-Interview für die Ausstellung Evas Schuld. Das heutige Thema ist: Frauen sind nicht kaufbar. Also alles rund ums Thema Prostitution, Zwangsarbeit und Sexarbeit. Ich darf heute bei mir begrüßen Andrea Staudenherz. Sie ist Streetworkerin im Rotlichtmilieu, Gründerin vom Verein Hope for the Future und Lebensaktivistin. Hallo Andrea. Hallo. Ich darf dich gleich am Anfang fragen, was hältst du von der Lage der Frau im 21. Jahrhundert? Eine schwierige Frage, weil es gibt sicher verschiedene Ansichten dazu. Aber natürlich, ich meine, allein wenn man jetzt in der normalen Arbeitswelt nimmt, die Bezahlung der Frau zwischen Mann für dieselbe Tätigkeit ist noch immer nicht gleichgestellt. Es ist natürlich toll, dass sich punkto Frauenrechte schon einiges getan hat. Aber auf der anderen Seite jetzt Frau sein bedeutet für viele auch Mutter sein. Und Mutter sein ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr so einfach, weil aufgrund Inflation, Kosten des Lebens einfach, es gar nicht mehr so einfach ist, dass eine Frau sagen kann, okay, ich entscheide mich jetzt, die ersten Jahre bei meinen Kindern zu Hause zu sein. Meistens nur möglich, wenn man einen Ehemann hat, der wirklich sehr gut verdient. Oder Großeltern, die auf die Kinder schauen können, dass man das zeitlich auch schafft. Das stimmt, es ist spannend für Frauen heutzutage in der heutigen Zeit. Wir haben auch noch ein spannendes Thema, nämlich Prostitution. Du weigerst dich ja, den Begriff Sexarbeit zu benutzen. Genau. Wo fängt Prostitution an? Also Prostitution ist für mich, wenn ich einfach meinen Körper verkaufe für Geld oder Sexdienstleistungen anbiete. Was fällt denn da alles drunter? Oft hat man dann immer so ein übergeordnetes Bild davon und denkt sich, okay, Prostitution, ja, das ist dann, kennt man aus dem Fernsehen, da, wenn du so Hamburg reinschaust oder die gehen halt auf den Strich und dann gibt es dann immer jemanden, der dann dahinter steht und dann halt die zwingt dazu. Naja, klar, also Menschenhandel gibt es heute, man sagt immer, die Sklaverei ist abgeschafft worden, aber eigentlich stimmt das nicht. Heute sagt man halt moderne Sklaverei zum Menschenhandel und mittlerweile gibt es Zahlen, dass 40 Millionen weltweit gehandelt werden und es gibt halt die unterschiedlichsten Methoden dabei, von Loverboy-Geschichten bis ja, einfach organisierte Kriminalität. Und es ist halt leider Gottes so, dass man sagt, eine Droge zum Beispiel, die verkaufst du einmal und die Frau kann ich mehrmals verkaufen. Warum glaubst du, ist es denn so leicht, dass gerade Frauen dazu benutzt werden in Menschenhandel, Zwangsarbeit, Zwangsprostitution? Naja, ich meine, es heißt nicht umsonst, Frauen das schwächere Geschlecht. Es ist gerade, wenn jetzt jemand mit Gewalt gezwungen wird, ist die Frau rein körperlich einfach den Mann unterlegen. Aber was man leider dazu sagen muss, es sind ja nicht nur Frauen, also auch der Kinderhandel ist immer mehr und es gibt schon auch Männer, die genauso ausgebeutet werden. Aber natürlich, die Mehrheit sind Frauen und Kinder und am meisten natürlich in der sexuellen Ausbeutung. Glaubst du, ist es nur diese körperliche Unterlegenheit oder ist es dann auch der Faktor mit, meistens sind es dann Mütter oder dass einfach da emotionale Komponente dazukommt, wie man die leichter dazu zwingen kann oder erpressen kann oder da hineinbringt? Naja, natürlich, es kommt immer darauf an, welche Art von Ausbeutung. Da gibt es ja verschiedenste Arten. Es gibt zum Beispiel die Armutsprostitution.
Armut sucht sich niemand aus, aber da ist es natürlich oft der Fall. Ja, da ist eine Familie da, die gehört ernährt. Oder bei den Loverboy-Geschichten ist es oft so, dass ja junge Mädchen manipuliert werden. Oft ist es so, dass also viele Frauen, die in der Prostitution sind, kommen auch aus desolaten Familienverhältnissen. Ein Großteil der Frauen haben schon im Kindesalter sexuellen Missbrauch erlebt. Aber es gibt die verschiedensten Varianten. Ja, das ist schwer irgendwie so zu pauschalieren. Aber natürlich gibt es auch die, die einfach ja, getäuscht werden, angeworben werden für als Model zum Beispiel oder als Haushaltshilfe oder sonst was und dann einfach in der Prostitution landen. Also es hat zum Beispiel vor Covid hat es einen preisgekrönten Film gegeben von einer österreichischen Regisseurin, der hat Joy geheißen und der hat ganz gut diese typische Menschenhandelsgeschichte von Nigerianerinnen aufgezeigt. Okay. Glaubst du, das sind dann meistens Frauen, die von außerhalb Österreichs kommen, daher, wo es dann leichter ist, dass man ihnen den Pass abnimmt und sagt, du musst jetzt das machen, was ich dir sage. Ich habe die Gewalt über dich, auch über deine Dokumente und deine Identität dadurch. Oder gibt es auch in Österreich, gerade wenn du sagst, armutsgefährdet sind viele, gerade wenn man im Familienverband steht mit Kindern? Also ich kann jetzt eigentlich nur von Wien sprechen. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es in den Bundesländern ausschaut. Aber wir bei Hope for the Future betreuen zum Beispiel nur Ausländerinnen. Also die Hauptgruppen, was wir betreuen, sind eben Nigerianerinnen, Chinesinnen, Rumäninnen, Ungarinnen. Das sind eigentlich so die vier Hauptgruppen. Und Ungarn ist unser Nachbarland. Ja. Und also in Wien gibt es in den Bordellen sehr, sehr viel Ungarinnen und Rumänien, die was EU-Bürgerinnen sind. Aber du siehst nur ganz, ganz selten Österreicherinnen. Und diese Österreicherinnen sagen meistens, dass sie selbstbestimmt sind. Das selbstbestimmt Recht, das Recht auf seinen eigenen Körper, gibt es dann für die Prostituierten kein Recht, gibt es kein Schutzrecht? Oder steht das vielleicht nur so dort und wird gar nicht umgesetzt? Naja, es ist, also ich bin nicht unbedingt ein Rechtsexperte, ich bin eher so in der praktischen Arbeit. Aber natürlich, es gibt ein Prostitutionsgesetz in Österreich. Prostitution ist in Österreich legal. Aber was ein bisschen schwierig ist, finde ich, dass es eigentlich pro Bundesland eigene Gesetze gibt. Also kein übergreifendes großes Recht. Ja, aber ich weiß jetzt nur, dass in Wien zum Beispiel ist vor einiger Zeit das Gesetz wieder überarbeitet worden, dass zum Beispiel, was natürlich ein Vorteil für die Frauen ist, dass eigentlich ein Kondompflicht ist. Man hat das ganz, ganz stark in der Corona-Zeit gemerkt. Corona-Pandemie, alle haben irgendwie Angst vor Viren und Kontakt und körperlichem Kontakt und haben Gesetze erlassen oder Vorschriften, sagen wir so, um sich selbst zu schützen, um den anderen zu schützen. Und bei der Prostitution, bei diesem Geschlechtsverkehr oder dem Geld mit dem Geschlechtsverkehr, war dann die Umsetzung aber sehr vage. Naja, also um ehrlich zu sein, ich meine, eine Zeit natürlich hat es auch Lockdown gegeben und war nichts möglich. Da ist halt dann einiges in den Wohnungen verlagert worden, da hat es halt mehr Wohnungsprostitution gegeben. Aber ich meine, die Gesetzgebung, was es dann einmal eine Zeit lang gegeben hat, wie die Körperhaltung sein muss und so, also ja, das kann man nur sagen, ein Kabarett. Ja, genau, und sehr schwindlig. Ja.
In Österreich wird man ja dann, du sagst, Prostitution ist erlaubt. In gewissen Fällen gibt es dann schon Sachen, die geahndet werden und bestraft werden. Meistens ist es dann aber nicht der, der die Mädels zwingt dazu, den man eigentlich dann irgendwie belangen sollte dafür, sondern die Prostituierte, die erwischt wird oder diejenige, die das ausführt. Was hältst du von dem nordischen Modell, wo dann eigentlich der Profiteur dann bestraft wird oder dafür zur Rechenschaft gezogen wird oder die, die von diesem System profitieren? Also grundsätzlich ja, es stimmt, es ist im Moment so, vor allem am Straßenstrich, dass meistens die Frauen zum Handkuss kommen und Verwaltungsübertretungen haben oder sonstige Strafen. Also ich persönlich bin für ein österreichisches Modell, angelehnt am nordischen Modell. Ich habe da auch ein paar Punkte mitgenommen. Also man sagt auch Gleichstellungsmodell dazu. Und was es geben müsste, sind natürlich mehr Ausstiegshilfen. So eine Arbeit, wie wir bei Hope for the Future machen, kann ich dann nachher noch mehr dazu erzählen. Eine Sexualaufklärung, die klar aufzeigt, dass man Menschen nicht kauft. Verbesserung innerhalb der bestehenden Sexarbeitsregeln, kann man eigene Liste entwickeln. Kampf gegen Menschenhandel, da gibt es eine Liste von der OSZE. Dann generell einen Kampf gegen die Nachfrage. Also es gibt ja zum Beispiel in Frankreich das nordische Modell. Die haben zum Beispiel ein Freierprogramm dabei. Man kann Werbekampagnen machen, Prävention in Schulen. Ein Um und Auf, mehr Ressourcen für die Polizei. Die Polizei hat einfach viel zu wenig Ressourcen, um dem nachzugehen. Also allein wenn man nimmt die Abteilung für Menschenhandel und Schlepperei, die eigentlich zusammen ist, hat 4,75 Angestellte, also auf Vollzeit umgerechnet. Und das ist sehr, sehr wenig. Und es ist auch von der Gesetzgebung her manchmal schwer für die Polizei, Dingen nachgehen zu können, wenn sie jetzt nicht eine Aussage haben. Und ja, also generell geht die Polizei, also ich habe selbst in Wien mit zwei Polizisten gesprochen, die gehen unter im bürokratischen Aufwand von Berichten schreiben und so weiter, dass sie nicht einmal wirklich die Zeit dazu haben, Fällen nachzugehen. Und da gehört einmal einfach viel, viel mehr Ressourcen, auch für Online-Research und so weiter. Ich meine, es verlagert sich ja heutzutage sehr viel in den Online-Bereich auch. Präventionsarbeit in den Herkunftsländern ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Also gerade bei, wenn man jetzt Nigerianerinnen nimmt, es ist dann nicht so, dass die zurückkommen und sagen, was wirklich passiert ist. Ich meine, bei manchen Fällen sind sie von der eigenen Familie verkauft worden, aber es geht da immer sehr viel auch um Gesicht wahren und so weiter. Kontaktanzeigen verbieten in Online- und in Printmedien, ja, weil wenn ich ein Menschenhändler wäre, würde ich meine Frauen nicht in ein Land bringen, wo es mir so erschwert wird. Auf Wunsch kostenlose psychologische Begleitung für die Frauen, dann Augenmerk auf Discourage and Demand zur Umsetzung internationaler Verpflichtungen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das könnte man eigentlich auch jetzt schon umsetzen, ohne dass man überhaupt an ein nordisches Modell denkt, Ende des legalen Prostitutionsgewerbes für Asylwerberinnen. Asylwerberinnen dürfen so keinen Job annehmen, aber in der Prostitution dürfen sie arbeiten. Und das ist eigentlich auch etwas, was es dann Menschenhändlern so leicht macht. Und ich habe das selbst, wo ich bei meiner Partnerorganisation in der aufsuchenden Sozialarbeit war, miterlebt. Wir waren in einem Studio in Wien und da haben wir eine Chinesin getroffen, die war den ersten Tag dort in dem Studio, hat am Tag zuvor in Dreiskirchen ihre Aufenthaltskarte bekommen, war am nächsten Tag schon in der Prostitution.
Mir hat es damals das Herz zerrissen. Sie hat uns Fotos gezeigt von ihrem Sohn und sie war natürlich sehr traurig. Ich hätte sie am liebsten mitgenommen. Ja, und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Warum kann sie keinen Job in der Reinigung oder in der Küche oder sonst wo annehmen, aber sie darf in der Prostitution arbeiten? Also das ist schon einmal ein wesentlicher Punkt für mich. Dann aus dieser Prostitution wieder den Absprung zu schaffen in einen Job, den man eigentlich machen möchte, ja, ist wahnsinnig schwer. Genau, ja. Und dann noch höhere Sorgfaltspflichten bei Sex mit einem Trafficking-Opfer, wie es in Deutschland mittlerweile gibt. Und ja, wichtig ist halt auch, dass man aufzeigt die psychischen und physischen Folgen, die oft erst im Nachhinein ersichtlich werden. Generell ist ein Umdenken in der Gesellschaft notwendig. Deswegen ist es auch gut, wenn man schon in den Schulen Prävention macht. Und auch Pornografie wird eigentlich unterschätzt. Ja. Pornografie ist oft ein Einstieg, dass jemand ins Bordell geht. Es gibt Studien auch, wie sich das bei regelmäßigem Pornografiekonsum, wie sich das Gehirn verändert. Und also ich sehe es in der Arbeit mit den Frauen bei uns oft so, vor allem, also wir arbeiten grundsätzlich mal mit traumatisierten Menschen. Ich habe, also Hope for the Future gibt es jetzt seit 9 Jahren. Und ich habe in all den Jahren kein einziges Mal eine Klientin erlebt, die gesagt hat, sie hat das gerne gemacht, es war ihr Wunschjob. Im Gegenteil, wir haben sehr viel traumatisierte Menschen. Wenn sie in einem Ausbeutungsverhältnis sind, ist es oft so, dass sie einfach funktionieren und dann kommen sie raus, der Körper kommt zur Ruhe und dann fängt auf einmal der Körper zum Sprechen an und es kommen einfach die gesundheitlichen Probleme. Von den psychischen reden wir jetzt gar nicht. Ja. Die also, sieht man dann mal Jahre, Jahrzehnte lang dann. Nein, es ist ein langwieriger Prozess. Das geht nicht von einem Tag am anderen. Ja. Und es ist ja oft, vieles wird ja auch verdrängt, was man erlebt hat. Das kommt dann erst nach und nach. Genau, ja. Und das kommt dann erst nach und nach hoch. Du hast vorher erwähnt, dass es bei der Pornografie schon beginnt. Wir haben seit einigen Jahren OnlyFans, sagt dem einen oder anderen etwas. Das ist das schnelle Geld mit dem weiblichen Körper. Du hast vorher auch schon erwähnt, dass die Österreicherinnen ja so auf ihr eigenes Recht beharren und sie haben ihren Körper ja, sie haben das Recht für ihren eigenen Körper. Das ist jetzt so der extreme Shift zwischen Prostitution, Zwangsprostitution und ach, ich entscheide mich selbst dafür, meinen Körper auf OnlyFans zu präsentieren. Was hältst du davon? Ist die Hemmschwelle dann so niedrig, dass man dann viel leichter irgendwo hineinrutschen kann? Das ist echt schwer für mich zu beurteilen, weil ich denke einfach, gerade wenn es um junge Mädchen sich handelt, also ich bin auch nicht ganz davon überzeugt, dass da immer nur wirklich Volljährige drauf sind, auch wenn man sich verifizieren muss. Also wir haben vor einiger Zeit auch auf unserer Webseite einen Blogartikel über OnlyFans geschrieben und es gibt einfach mittlerweile auch so Anbieter, die einfach die Identität und das Alter quasi verschleiern können. Und es ist ja auch so, ich weiß das aus einem persönlichen Bekanntenkreis oder so, dass auch auf Facebook, ja, du hast zwar ein Mindestalter von 13 Jahren, aber wenn du ein anderes Geburtsdatum eingibst, es ist easy. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber also früher war das auf jeden Fall so. Und ich glaube einfach, dass sich junge Mädchen da überhaupt nicht bewusst sind, dass erstens einmal das Internet hinterlässt Spuren,
was einmal im Netz ist, geht nicht mehr so einfach aus dem Netz raus, auch wenn man jetzt glaubt, man hat es gelöscht. Oder auf irgendeiner App. Ja, irgendwo gepostet. Ich bin da technisch auch nicht so bewandert, aber also ich weiß, dass es Spuren hinterlässt und allein das finde ich schon einmal sehr gefährlich, weil man weiß ja nicht, was einen das dann in Zukunft einmal behindert in einem, bei einem Job oder wenn man Karriere gemacht hat. Also solche Sachen können dann natürlich im Nachhinein auch für Schaden sorgen. Wir haben dadurch, dass Netflix uns ein gewisses Bild vorspielt, auch den Jüngsten, den jungen Erwachsenen ein Bild vorspielt, wie das sein muss, wie das sein soll. Dann haben wir Social Media Kanäle, auf denen natürlich nur das Positive und dann bei den Mädels schon recht jung gezeigt wird, was man posten darf oder wie man sich vor einer Kamera präsentiert. Wo siehst du da die Problematik bei diesen ganzen Plattformen? Also ich meine, einerseits ist es natürlich, also ich bin selbst auf Facebook und Instagram, ich meine, teilweise natürlich auch durch unsere Arbeit, ja, weil man kommt ja heutzutage an Social Media nicht vorbei, wenn es natürlich einfach genutzt wird, um Kontakte zu haben in die ganze Welt, zum Beispiel die Familie, es zieht jetzt jemand in ein anderes Land, ist es natürlich ein wunderbares Tool, auch weiter miteinander Kontakt haben, zum Beispiel meine Tochter studiert in Amerika, meine andere Tochter lebt in Dubai. Es ist eigentlich schon sehr schön. Ja, ich bin dankbar, dass es heutzutage WhatsApp mit Videotelefonie und so weiter gibt. Also es hat auch schöne Seiten. Aber natürlich, es wird auch viel missbraucht. Gerade bei jungen Leuten ist es oft so, wahrscheinlich auch eine Identitätsfrage. Wenn ich meine Identität suche, dass ich jetzt etwas poste und dann, ja, wenn ich nicht so und so viele Likes bekomme, dann kann das schon auch gefährlich sein. Und natürlich, es ist ein Tool, wo heutzutage auch Menschenhändler Frauen anwerben oder junge Mädchen anwerben, gerade solche, die vielleicht Aufmerksamkeit suchen, sind da vielleicht anfällig dazu. Also kann auch natürlich dann gefährlich werden, wenn man sich dann vielleicht mit jemandem trifft. Der einem viele Sachen vor anbietet. Genau, ja. Und ja, die Hälfte davon stimmt dann natürlich nicht. Ja. Netflix ist ein eigenes Thema. Da wird uns einfach eine Ideologie vorgelebt, die wir jetzt annehmen müssen. Also wenn ich jetzt, ich schaue auch manchmal gern Serien, gebe ich zu, aber was mich wahnsinnig stört, gerade was die Sexualität anbelangt, ja, es wird dir einfach, du merkst richtig, es muss in jeder Szene, muss ihr, also in jeder Serie oder Film, die jetzt neuer sind, muss einfach alles dabei sein, ja, von allen Geschlechtern, die es auf einmal gibt. Meiner Meinung nach gibt es einfach nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, so sind wir geschaffen worden. Es soll ein jeder leben. Ich will da jetzt niemandem irgendwie was vormachen, aber ich denke, man muss jetzt nicht die Allgemeinheit irgendwie vorleben, so jetzt müssen wir das machen und das alles ist alles in einen Film und in eine Serie und alles muss hineingepackt werden. Genau, und es ist alles, es kommt, es ist nichts alles mehr ohne erlaubt. Sexszenen aus. Es muss mindestens gleich am Anfang nackte Körper. Genau. Also, dass du einen Film auf Netflix findest, der ganz ohne Sex auskommt. Ganz, ganz selten, ja. Mhm. Und vor allem wirklich
hat das wirklich zugenommen jetzt in der letzten Zeit mit, es müssen homosexuelle Paare dabei sein, lesbische, Transgender, all das. Ich meine, meiner Meinung nach sind es noch immer Randgruppen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt die Allgemeinheit da durch irgendwelche Serien, also für mich ist es Manipulation eigentlich. Mhm. Weil ich meine, ja, es hat, wir leben heute in einer freien Zeit, es soll, okay, jeder leben, wie er möchte, aber ich muss das jetzt nicht der Allgemeinheit aufs Auge drücken. Es soll dann jeder selbst entscheiden können, was er annimmt, und ich finde es auch unpassend, ja, wenn so viel Sexualität in die Öffentlichkeit gedrängt wird. Ich glaube, es ist die Hemmschwelle dann schon so gering, dass junge erwachsene Mädels es ganz leicht fällt, weil sie sehen es auf Netflix, sie sehen es auf Instagram, sie sehen es auf OnlyFans, dass sie da hineinrutschen und genau diesen Fehler machen, den viele Klientinnen von dir machen? Puh, also spielt vielleicht mit eine Rolle, aber ein Hauptgrund sind auf jeden Fall sicher die Geschichten, was sie erleben. Also es sind natürlich sehr, sehr viele, die, wie ich schon eingangs gesagt habe, aus desolaten Familienverhältnissen kommen, die einfach auf der Suche nach Liebe sind, nach Liebe, Geborgenheit, und ja, um das zu bekommen, bin ich vielleicht dann auch schneller bereit, mit jemandem ins Bett zu gehen. Aber natürlich, man wird ja von der Werbung beeinflusst, man wird genauso von solchen Sexszenen beeinflusst auf irgendeiner Art. Und ich denke, es ist auch speziell für Kinder nicht so einfach heutzutage, weil auch diese Frühsexualisierung, was es jetzt in den Kindergärten schon gibt, und unlängst habe ich gelesen, dass jetzt in Tirol man Kinder aus 6 Geschlechtern auswählen können. Also ja, das gibt mir selbst ein Fragezeichen. Ist es sinnvoll, halt Kinder, die in die Pubertät, Kindergarten ist sehr heftig, aber auch wenn es pubertierende Kinder sind, vorpubertierende Kinder, wenn sie noch nicht einmal mit ihren Hormonen und mit dieser ganzen Umstellung klarkommen, sie dann vor diese lebenswichtige Entscheidung zu stellen, bist du jetzt ein Bub oder bist du ein Mädchen oder bist du... Also ich persönlich finde es schwerst manipulativ, wenn man in der Pubertät, wo eigentlich ganz natürlich ein jeder auf Identitätsfindung ist, wenn man jemanden suggeriert, es ist okay, wenn du ein Bub bist, es ist okay, wenn du ein Mädchen bist, und dann vielleicht wirklich eine Umoperation stattfindet und dann in späterer Folge die Person draufkommt, ups, das passt doch nicht. Und man kann sie nicht hin und her operieren, und also was die psychischen Folgen davon sind. Ich meine, wenn ein jeder erwachsen ist, kann er selbst die Entscheidung treffen, aber ich finde es schwerst manipulativ, ehrlich gesagt. Ich finde gerade, es sollte ein gewisses Alter geben, wo du wirklich selbst entscheiden kannst für so wirklich konsequente Entscheidungen. Ich finde zum Beispiel auch 18 Jahre als erlaubtes Einstiegsalter in die Prostitution noch zu jung. Ich werde, wenn wir schon beim legalen Bereich sind, für die Großjährigkeit, weil ich erlebe das manchmal, wenn ich mit meiner Partnerorganisation auf Einsatz bin. Es gibt Laufhäuser in Wien, wo sehr, sehr viele Rumäninnen drinnen sind, und sehr, sehr viele 18 Jahre frisch von der Schule. Erzähl uns ein bisschen was von dem Verein. Du hast jetzt von diesem Streetworker bei Herzwerk
hast es gesprochen kurz. Du hast einen Verein gegründet, der heißt Hope for the Future, wo du gerade diesen Frauen, Mädels hilfst, dass sie aus diesem Verhältnis rauskommen und ihnen eine Zukunft bietest und sie unterstützt dabei. Erzähl uns kurz, um was es geht. Genau, also ich habe zuerst eben bei meiner Partnerorganisation im Straßenteam angefangen, habe dann seinerzeit eben auf den Herzen gehabt, auch etwas zu tun. Und es gibt immer zwei Fragen, wenn Frauen raus möchten. Wo soll ich hin? Wovon lebe ich? Und es ist eben so, dass gerade Frauen in der Prostitution oft nonstop in den Studios und Laufhäusern sind. Also sie wohnen wirklich auch in den Etablissements. Das Wohin soll ich ist zumindest in Wien zum Teil abgedeckt. Da gibt es ein Schutzhaus, das heißt Solvodi, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Es gibt eine staatliche Organisation, die WGs hat, und es gibt auch Men-Wir, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Wir betreuen nämlich auch Männer. Das ist das Männergesundheitszentrum, dem ausgebeutete Männer betreuen. Es kann auch bei Männern sexuelle Ausbeutung geben, aber meistens ist es Arbeitsausbeutung oder organisierte Bettelei gehört auch zum Menschenhandel dazu. Und was eben nicht so abgedeckt ist, ist dieser, der Bereich, wovon soll ich leben? Es ist, also viele können nicht die deutsche Sprache, und es ist auch dadurch, dass sie keinen geregelten Tagesrhythmus haben, auch sehr schwierig, sollte doch jemand mal eine Arbeit finden, dass sie den Job auch behalten. Und somit war eigentlich klar, dass wir quasi Arbeitstrainings anbieten wollen. Es hat damals im Straßenteam von meiner Partnerorganisation eben eine schwedische Missionarin gegeben, mit der ich gestartet habe, die auch am Herzen hatte, etwas zu tun, und die konnte nähen. Und dann haben wir seinerzeit, 2016 haben wir mit den ersten Workshops angefangen, gegründet 2015. In einer kleinen privaten Wohnung gestartet, mit Nähworkshops und Deutschkursen, und das ist dann gewachsen in die Jahre. Mittlerweile haben wir seit 2018 größere Räumlichkeiten, die wir uns mit unserer Partnerorganisation teilen. Und in diesen Nähworkshops, es könnte im Prinzip kochen, basteln, sonst was sein, aber da geht es einfach darum, dass die Frauen lernen, pünktlich zu kommen, regelmäßig zu kommen, all die sozialen Kompetenzen, die man halt für den Arbeitsmarkt braucht. Und Deutsch ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt einen Job finden möchte. Wir haben eigentlich von Anfänger bis A2 im Moment, es ist immer individuell abhängig von was für Klienten wir haben, aber wir haben auch schon B1 gemacht. Seit 2019 haben wir auch eine Kooperation mit einem Seminarhotel in Niederösterreich, wo Klienten, die in Wien schon die Trainings durchlaufen haben, die Möglichkeit haben, günstig zu wohnen. Da haben wir Apartments zur Verfügung und im Hotel mitzuarbeiten. Damals haben wir eben auch die Zusammenarbeit mit Men-Wir gestartet, weil die wollten damals einen Mann haben für einen Facility-Bereich. Und ja, wir waren jetzt dann die letzten 2 Jahre, waren wir Teil eines EU-geförderten Projekts, wo es eben darum ging, eben bei den Frauen vom Ausstieg wirklich in die Arbeitsintegration auch. Und eins der Aufgaben war eben auch, ein Unternehmensnetzwerk aufzubauen, die bereit sind, Klienten von uns einzustellen. Das haben wir jetzt gemacht in Wien auch. Also ich bin mit Hope for the Future auch in einem Business-Network seit gut einem Jahr. Und ja, somit konnte man eigentlich letztes Jahr 7 Klienten auch integrieren in den Arbeitsmarkt. Und es macht einfach viel Freude, auch wenn du oft siehst, ja, jetzt kommt eine Frau frisch zu uns, traut sich nicht zum Nähen oder sonst irgendwas, ist deprimiert.
wenn sie regelmäßig zu uns kommt. Also wir sind schon irgendwie so, ja, ein familiäres Umfeld. Und das ist mir auch bei meinen Mitarbeitern wichtig, dass wir den Klienten wirklich auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnen. Und viele kennen ja so Familie nicht. Und es ist dann einfach schön zu sehen, wie sie aufblühen mit der Zeit, so wie eine Blume, die aufgeht. Und wir haben auch Klienten, die es schon geschafft haben, die uns hier und da mal besuchen kommen. Also so ein Paradebeispiel für Integration ist eigentlich, da hat mir eine Ungarin Alleinerzieherin, der Sohn war gerade Volksschulbeginn, die hat mit ihrer Schwester in einem Mietverhältnis gelebt, wo sie ausgebeutet wurden auch. Und meine Partnerorganisation kannte sie schon lange von der aufsuchenden Sozialarbeit. Die ist dann direkt vom Bordell quasi zu uns gekommen, hat mit Deutsch- und Arbeitstrainings bei uns begonnen. Und beide Organisationen haben irgendwie gleich das Potenzial in ihr gesehen. Sie hatte einen riesen Schuldenberg, ein Alkoholproblem. Also hat wahnsinnig viel Ermutigung gebraucht. Es ist ihr dann geholfen worden, beim Mietvertrag, dass jemand die Bürgschaft übernommen hat, sonst hätte sie gar keine Wohnung bekommen. Wir haben sie geringfügig angestellt, somit hatte sie auch den Zugang zur Mindestsicherung, weil das muss man auch sagen, dass unsere Klienten alle durchs Sozialsystem durchfallen. Gerade EU-Bürgerinnen haben halt die Möglichkeit, wenn sie mindestens 5,5 Stunden angestellt sind, geringfügig, dass sie dann Zugang zur Mindestsicherung haben. Sie hat dann weiter vom AMS den B1-Kurs, den B2-Kurs gemacht, hat dann eine Ausbildung als Heimhilfe gemacht und arbeitet jetzt mittlerweile bald 3 Jahre als Heimhilfe und jetzt ist der Sohn schon in der Mittelschule, also möchte sie dann sich auch noch als Pflegefachassistentin aufschulen lassen. Also so kann es laufen. Super, das heißt, Sie werden betreut von Sprachkenntnis, psychische Betreuung, gerade dass du mit diesem sozialen Kontakt umgehen lernst. Genau. Begleitend in der Arbeit, wie es ist, so wie du sagst, dass es ein geregelter Tagesablauf ist, dass du gewisse Zeiten einhalten musst, dass du da vielleicht auch jemanden hast, wo du dich ausheulen kannst, so auf jeden ermutigende Fall, Worte. Das kommt sehr oft vor, ja. Ja. Aber auch sonstig an Sozialarbeit. Ich meine, es kommt immer darauf an, manchmal wird die Sozialarbeit bei den Partnerorganisationen schon gemacht, weil es ist ja meistens ein riesen Rucksack mit dabei, ja, vor allem Schulden. Die meisten haben Schulden und das nicht wenig. Obwohl sie, man sagt ja, es gibt so viel Geld in der Prostitution. Oh, ja, aber leider an den falschen Stellen. Ja, oder es wird halt abgegeben, ja. Aber viele, viele Frauen haben eben Schulden. Und ja, dann gibt es immer wieder mal welche, die Alkoholprobleme haben, hier und da. Gott sei Dank kommt das selten vor, die was Drogenprobleme haben. Aber es ist alles dabei, ja, und eben Wohnung ist natürlich auch immer Thema. Ein Riesenthema. Ja. Wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Was möchtest du unseren Zuseherinnen und Zusehern noch mitgeben? Was möchte ich mitgeben? Einfach, ja, aufmerksam sein. Es ist nicht so, wie es oft dargestellt wird. Also Menschenhandel gibt es leider auch heute noch in Österreich. Und ja, nicht wegschauen, sondern hinschauen. Und es gibt viele Arten und Weisen, wie man Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, unterstützen kann. Durch ehrenamtliche Mitarbeit, natürlich auch finanziell, als NGO braucht man immer Geld. Und ja, einfach nachdenken auch, weil es braucht einfach auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Ja? Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo die Frau eine Ware ist? Dankeschön fürs Interview. Alle Informationen gibt es natürlich auf Hope for the Future,
das können Sie dann nachlesen, auch in den Informationen zu diesem Interview. Darunter steht alles drinnen. Ich darf mich bei dir bedanken, darf mich bei Ihnen, bei dir auch bedanken fürs Zusehen und darf mich verabschieden.